So, ich musste gerade irgendwie OBS beenden, weil sich der Sound, ja, gerade verselbstständigt hat. Okay. Der wollte nicht mehr aufhören. Dann muss ich mal gucken, dass ich mal hier die Subs und so weiter ausmache, weil sonst, ja. Danke für den Sub. Auf YouTube in dem Fall. Kann auch mir so immer wieder passieren. Okay. Oh ja, wir sind gleich oben. Wow. Okay, jetzt können wir noch ein bisschen weiter höher. Ich würde hier die Holzscheite mitnehmen und ein paar Steine, damit wir da oben weiterbauen können. Paprika! Okay. Sexy. Gemüsesuppe können wir nun machen. Nice. Warte mal. Das bringt uns. Sehr gut. Das nehme ich mit. Super gerne. Können wir oben nochmal was erstellen. Ja, hier sind noch ein paar Äste. Danke. Ja. Jeden Zentimeter, den wir weniger schlagen müssen. Danke. Passt. Deinen Weg müssen wir so gehen. Schlagen wir uns halt einen Pfad drüber, ne? Oh, ich könnte mal wieder einen Rohrzucker nehmen. Passt. So. Ich will nicht das Risiko eingehen und da runterfallen. So. Oh, wow. Äste, Salbei, dies, das, Ananas. Aloe Vera ohne Ende. Ich werde mal nicht alles mitnehmen. Werde versuchen, mal weiter hochzukommen. Was ist das? Ist das ein alter Turm? Oder was ist das? Was ist das denn? Aha. Okay. Können wir hier rein? Ich denke nicht. Die Entwickler noch nicht fertig sind mit dem Spiel. No. Sind wir umsonst hochgekraxelt hier. Haben sie wohl einfach nur reingesetzt, oder? Ist da hinten Wüste? Also warte mal. Da hinten ist echt Wüste, ne? Da hinten ist Schneegebiet. Da hinten ist noch was. Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Da unten sind noch Städte. Da hinten ist eine riesige Stadt. Okay, ich mach mal Folgendes. Ich platziere irgendwo mein neues Plätzchen hier hin. Warte mal. Vielleicht sollte ich nicht gleich so runterstürmen. Unten ist ein Gegner. Aber dieses Plateau finde ich super da vorne. Ich würde das Plateau da vorne nehmen wollen. Ah, hier ist ein Myzel. Oder was ist das? Räubo. Aha. Ich stelle mal das hin. Zack. Das gefällt mir hier. Wir werden kämpfen müssen. Aber das geht. Krass. Okay, der hat noch was mitgenommen. Was für
ja alles finden, ne? Und wir sind halt echt noch am Anfang. Ja, aber hier bauen kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir können. Ernsthaft, mir fehlt noch ein Garn. Okay, da unten sind Gegner. Da hinten ist noch so ein Turm. Also, ne, man muss halt auch sagen, die Entwickler haben halt auch heillos übertrieben, ne? Aber es macht Spaß. Es hat einen, wie soll ich sagen, es hat den, die Breath of the Wild Formel so ein bisschen mitgenommen. Und das spürt man halt. Und das macht wirklich Spaß. So, jetzt können wir hier Handwerk. Können wir die Werkbank bauen erstmal. So. Die Werkbank setze ich auch instant hin, denn ich würde erstmal. So, wir haben das ja hier. Wir reisen da runter. Und nehmen die alte Flamme mit. Beziehungsweise die alte Flamme, ja, nehmen wir nicht mit, sondern die wird ja hier getilgt. So. Die verschwindet ja ein paar Sekunden. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn sie verschwindet. Ob sich das Ding einfach auflöst oder wie sich das gedacht wurde. Was ist da vorne? Ist das wieder Räubo oder was ist das? Räubo. Tatsächlich krass, Alter. Also die Entwickler haben sich echt viel dabei gedacht. Da hinten, das kennen wir noch nicht. Okay. Den Turm da hinten kennen wir. Okay, der verschwindet einfach. Das ist schön. Oh, da müssen wir eigentlich gar nicht hin, ne? Ich überlege. Ich würde gerne, unheimlich gerne, diese Stadt da hinten sehen. Hab nur die Sorge, dahin zu fliegen, denn wir sind noch nicht stark. Da unten ist ja auch eine Stadt. Okay, pass auf. Ich will es mir nur angucken. Wir müssen hier eh nicht hin. Aber ich will es mal gesehen haben. Rabenblick Bergfried. Was ist denn hier? Oh, moin, Meister. Ah ja. Paprika. Okay. Also, haben wir auch mal Rabenblick gefunden. Also, ich sag's euch, wie es ist, ne? Das Spiel ist unnormal. Das Spiel ist wirklich unnormal. Und ich verlieb mich mit jedem Mal immer mehr. Man muss halt auch zugeben, ich habe noch nicht mal alles gesehen, ne? Also, das ist jetzt halt auch nur wirklich ein kleiner Teil. Ich meine, wir haben halt Paprika gefunden schon, ne? Das ist halt auch so, wo du dir denkst, okay. Nice. Rohrzucker. Es ist halt, es ist ein gutes Spiel. Also, ich sag gar nichts mehr. Das war halt wirklich, ich habe, wie gesagt, überlegt, oh, Pearl World, dies, das. Und ich habe mich für das Spiel entschieden und ich bereue nichts. Wir haben noch eine Werkbank dabei. Nochmal Kalkstein dabei. Das ist ja nur für den Boden. Das machen wir dahin. So. Das bedeutet aber auch, wir können halt noch unglaublich weit in den Norden gehen. Ne? Also das spürt man schon in dem Spiel und das ist abnormal. Wir gucken mal, können wir irgendwas aus Kalkstein machen? Fachwerkblöcke können wir machen. Gut, gebrannte Ziegelblöcke. Gut, das ist natürlich sehr nice. Dach. Dächer. Gut, also Dachschindeln könnte man machen.
Das sind die Geteerten, also man kann beides machen, auch schön. Aber sonst haben wir nicht so viel. Gut. Ich überlege, ob wir da noch schnell eine Basis bauen oder ob wir das beim nächsten Mal machen. Oder wie auch immer. Oh. Aha, die werden größer und stärker. Seht ihr? Man muss sie nur wachsen lassen. Und die bringen gut was, ne? Ich hack die mal weg. Also die zwei größten hacke ich mal kurz weg. Und hier ist wieder Flachs. Also, wir können jetzt machen. Nur mal kurz gucken jetzt. Buschrot, Tomate, Erdbeere, Rübe, Beerenbusch, Flachs, Paprika. Paprika, okay. Müssen wir mal gucken, was die bringt. Mais, Aloe, Azure, Rohrzucker, Aurulin, das Salbei. Oh, das weiß ich auch gar nicht, was das bringt. Unnormal. Also nur mal kurz gucken. Nee. Hier drüben ist noch nichts. Da. Zwei Geschick. Okay. Sexy. Roibo. Roibo. Nix. Aloe auch noch nix. Aurulin kennen wir ja. Willenskraft, Salbeiblätter. Dann können wir demnächst auch kochen, ne? Gemüsesuppe oder Gemüsepüree? Wir brauchen halt die Feuerstelle, ne? Ich meine, gut, das bringt uns ein bisschen was. Das ist ganz cool. Das würde ich gerne mal überlegen. Pilzomelett, gut, wir haben keine Hühner. Gekochte Eier. Ist halt auch unnormal, was das bringt, ne? Müssen wir aber mehr finden. Rohrzucker, Zucker. Also, das bringt schon 7, aber zweimal Zucker bringt einfach. Also, zweimal Rohrzucker bringt einfach 20 Ausdauerregeneration. Auch krass. Kann unser Kollege hier hinten was Neues machen? Mana-Tränke? Nee, Gesundheitstränke. Okay, Honig, Aloe, Kamille. Okay, Honig, Lila. Okay, krass. Feuerball. Aber sonst hatte ich hier nichts mehr. Aber ich weiß nicht, wie wir weitermachen wollen dann. Also, brauche ich gar nicht. Wir werden eine Rüstung brauchen, eine neue, ne? Also, wir haben ja hier. Blablab. Also, ich glaube, das nicht, aber ich glaube, das hier würde ich gerne machen. Die bringt uns viel mehr als die, die wir jetzt haben. Was haben wir? Unsere bringt uns nämlich gerade 44, aber 24 Ausdauerpunkte, was eigentlich ganz nett ist. Aber ich weiß nicht, ob wir die so dringend benötigen. Also. Ich brauche halt etwas für viel mehr Leben, weil ich merke halt einfach. Ja, sowas wie Parierkraft brauche ich nicht. Kritische Nahkampftreffer brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ja, könnte man mal gucken, ob wir vielleicht noch was anderes nehmen. Aber für mich wäre erstmal diese Rüstung hier wichtig. Die mache ich jetzt auch. Die bringt 45 Lebenspunkte, die bringt auch 45 Lebenspunkte. Das ist mir eigentlich egal. Ich mache einfach die. Zwei zur Gesundheitsregeneration. Zwei zur Gesundheitsregeneration ist mir eigentlich auch egal. Nehmen wir die, dann haben wir ein passendes Set. So. Also, ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. So. Wir sind die, Anführungsstrichen, etwas schwächeren Sachen weg und wir haben halt ordentlich Lebenspunkte bekommen. Was wir jetzt brauchen, sind die Handschuhe und den Kopf. Und da überlege ich mir, bei ihm, ich will ja so ein bisschen mehr auch in die Richtung gehen hier, weil hier bekommen wir kritische Chance und hier bekommen wir Schadensmanipulator. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, das würde ich gerne machen wollen. Hier fehlen mir noch einmal Leinen, die kriegen wir auch noch hin. Weil wir haben die 10-15er Schuhe, Handschuhe jetzt. Und jetzt 7-15. Und ja, das macht halt mehr Sinn. Einmal Leinen, das heißt nochmal Flachs holen, das kriegen wir hin.
Wo ist Flachs? Da. Stapelteilen, passt schon. Dann machen wir um einiges mehr Magieschaden. Oh. Ja, nochmal. Passt schon. Gut. Dann kann ich die nämlich... Gut, ich muss auch zugeben, ich habe auch relativ schwache Rüstung getragen. Mich wundert es nicht, dass ich halt die ganze Zeit auf die Nase bekommen habe. So. Der gibt uns zum Beispiel Wiederbelebungsdauer, 20% Heilung, Wiederbelebungsdauer, Mana generiert. Der bringt uns plus 13 auf Magie. Jetzt macht das mehr Sinn, so. Oh Mann. Wir haben viel zu viel Zeug hier. Ich lösche mal die Sachen, die wir hier sind. Hallo? Kannst du nicht löschen? Ja, toll. Ich würde das eigentlich ungern alles aufheben, aber irgendwie kann ich nicht mehr kaputt machen quasi. So, passt. Das heißt, alles ablegen. Alles ablegen. Alles ablegen. Ja, sonst haben wir nichts mehr dabei, was wichtig wäre. So. Jetzt ist der Lebensbalken oben gefühlt 100 mal so groß. Und unsere Magieschadensdinger machen halt auch wirklich mehr Magieschaden. Also wenn wir mal gucken. Magiewiderstand, physischer Widerstand, okay. Parierfähigkeiten, okay. Aber wir müssten halt gucken, dass wir die, genau, das hier hoch machen. Was ist denn? Fernkampfschaden, Nahkampfschaden, Kondition und Willenskraft halt noch ein bisschen höher kriegen. Gerade Willenskraft wäre ganz sexy. Schleichangriff haben wir ein bisschen plus, nur Magieschaden haben wir viel höher. Ja. Bedeutet, wir müssen gucken, dass wir jetzt hier demnächst irgendwie irgendwo auf Willenskraft gehen oder Intelligenz, eins von beidem. Also da müssen wir halt echt mal gucken. Hier ist nochmal Willenskraft, Heiler, gut. Teleport ist vielleicht auch nicht so schlecht, absorbieren. Uff. Uff, ey. Ah. Wo ist das eigentlich? Das ist ja aber ganz schön weit weg. Wie gesagt, ich würde gerne mal anfangen, erstmal so ein paar Missionen hier drum. Schreinerlager? Okay. Achso, der, ja. Dass wir vielleicht gucken, nicht hier vielleicht gleich, aber hier das zu machen, die Grimmzahngrotte, Obelisk und so weiter. Damit wir einfach nochmal mehr, ja, Punkte bekommen. Apropos, kann ich irgendwas aufwerten? Nein. Das ist gut zu wissen. Da müssen wir uns nicht deswegen kaputt machen. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas zu tun hätten. Wir haben ja Kamille gesehen, dass man Kamille ganz gut verwenden kann. Also ein Kamille-Tee war hier, ne? Genau. Wasser. Ich weine. Den kriegen wir aber noch hin. Ich weiß nicht, ob wir dieses Zuhause noch benötigen, wenn wir das hier haben. Ja, wobei. Schlecht ist es jetzt erstmal nicht, ne? Hier sind Elixierbohnen. Oh Mann. Ja, also die Missionen, die jetzt halt noch so kommen. Also Elixierbrunnen, Elixierbrunnen, das hier. Donnerfeste, da waren wir auch schon. Ach stimmt, ich weiß, wo wir hier waren. Das hier, das hier. Wir müssen diesen Aussichtspunkt hier noch bekommen, glaube ich, ne? War das nicht so? Warte mal, können wir von hier aus gucken? Ich will mal ganz kurz gucken, ob in der Richtung noch irgendwas ist. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Nur ganz kurz. Den haben wir. Das ist der hier. Ist in die Richtung? Nee. Den haben wir. Das ist der, den wir, glaube ich, als allererstes sogar hatten mitunter. Oder? Warte mal.
Ich guck mal ganz kurz. Nee, den könnten wir eigentlich gar nicht sehen. Moment. Dann ist es wirklich ein anderer. Nö. Oder der ist so weit, dass wir den gerade wirklich nicht sehen, ne? Warte mal. Da. Ne, das ist der. Und den haben wir auch. Ne? Das müsste dann der hier sein. Der ist auch ein bisschen kleiner. Den da hinten, was da sein mag, weiß ich noch nicht. Das ist dann... Ja, okay, gut. Hier hatten wir halt wirklich noch nichts. Boah, das kann auch nochmal richtig interessant werden, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall hier nochmal gucken, dass wir da nochmal die einzelnen Sachen machen. Ja, da hinten. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich würde jetzt aber auch sagen, für heute ist gut. Für heute ist gut. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns wieder ja, um alles prügeln und die Welt erobern mit einer neuen Rüstung. Und ja, vielleicht dann auch mal die nächsten neuen Sachen dann herstellen können. Um dann, ja, nochmal ein bisschen mehr den Gegnern einzuheizen. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.